Wenn du Graffiti magst, unbedingt dranbleiben, denn in diesem Video geht es um die wunderbare Hall of Fame hier in Wismar. Die Hall an sich gibt es seit über 30 Jahren und momentan gibt es einen Spendenaufruf, um das hier weiter am Leben zu halten. Da ich natürlich nicht alles weiß, wie es angefangen hat, wo es hin soll und was genau der Spendenaufruf bedeuten soll, habe ich mir einen Gast besorgt. Der wartet da hinten schon. Und dann gehen wir gleich mal hin. Dann erzählt er ein bisschen was. Ich habe den Scrappy hier und ich habe gleich mal ein paar Fragen. Und zwar, soweit ich weiß, geht das ganze Projekt schon seit 30 Jahren. Da waren wir wahrscheinlich gerade mal 3 oder 2 Jahre alt. Also du vielleicht ein Jahr, ich war 2 Jahre. Du weißt ja genau, mit 2 wurde ich mich hierher geschoben. Ja. Erzähl mal ein bisschen was von dem ganzen Projekt, bitte. Damit wir wissen. Naja, wir stehen hier auf jeden Fall an der Hall of Fame in Wismar, Platte Kamm. Das Gelände gibt es schon sehr lange. Also ich weiß, hier haben früher schon die Russen irgendwie ihre Tankwannen ausgewaschen und so. Zu DDR-Zeiten und zum Ende hin war dann hier ein Kohlehandel. Anhand unserer Fotos, die wir haben, war der auch bis 96 hier vor Ort. Ja, und wir haben angefangen, 93 draußen zu malen immer. Damals illegal noch, aber stillschweigend geduldet. Ja, war halt so in den wilden Wendejahren. Ne? Und genau, seit den 30 Jahren sind wir hier vor Ort. Eine Zeit lang war das mal illegal von 2005 bis 2016 ungefähr, 2015. Seitdem haben wir es aber wieder. Ja, soweit zum Ort. Wir sind aber aus einem ganz bestimmten Grund heute hier und zwar geht es um eine Spendenaktion. Genau. Es ist einfach so, da wir dieses Gelände lieben und uns um dieses Gelände kümmern, räumen wir hier auch öfter mal auf. Einmal im Jahr auch mit Unterstützung vom EVB kriegen wir einen Container gesponsert mit freundlicher Hilfe von Martin Hellwig zum Beispiel. Und wir haben so viele, die uns immer mal unterstützen. Tino Schmidt, Bürgermeister der Gemeinde Blobarz, ja, hat uns eine Kettensäge ausgeliehen, als hier mal ein Baum quer lag und weggeräumt werden musste. Und das sind natürlich alles Kosten, die immer auf uns zukommen. Auch wenn wir hier mal eine Jam machen, die Vorstreichfarbe etc. pp. Manchmal auch Dosen dann in dem Fall. Und in letzter Zeit, in den letzten 2 Monaten, häuft sich das extrem, dass hier verfassungsfeindliche Schmierereien einfach in den Bildern sind. Das habe ich da gerade schon gesehen. Ich zeig das mal eben. Da ist so ein Pilz von Super Mario. Kamen irgendwelche Idioten und haben da irgendeine Scheiße reingemalt. Und das muss doch nicht sein. Ja, der Typ ist halt wirklich dreister, der das macht. Ne? Also Bild ist gerade mal neu und schwupps, ein paar Stunden später sind da ein paar Hakenkreuze und irgendwelche Zeugs drin. Lange Rede, die Polizei hat uns einfach gesagt, dass das zur Anzeige gebracht wurde und dass der Besitzer dann beauftragt wird, das zu entfernen. Dass dann einfach halt in die Bilder reingemalt wird und so. Und ich habe denen erklärt, dass das normal nicht so läuft, dass einer von uns da hingeht und da drüber sprüht, sondern dass das immer so nach und nach die Bilder ausgebessert werden, wie an dieser Wand hier. Die war ja, von vorne an, außer das jetzt, waren hier überall Hakenkreuze drin und. Und das wurde so nach und nach neu gestaltet, übergemalt. Ja, aber ich habe dann am nächsten Tag, als ich herkam, die Entscheidung getroffen, mir doch eine Dose zu schnappen und das Gröbste wegzumachen. Und das sind alles so Punkte, die halt eben Geld kosten. Und da habe ich überlegt, einfach mal so eine GoFundMe-Aktion zu starten und zu gucken, ob uns das helfen kann. Und die Resonanz bis jetzt ist wirklich erstaunlich positiv. Ich mache mal gerade die Seite auf. Ich bin mal selber mal gespannt, wie viel Geld da jetzt schon zusammengekommen ist. Momentan 317 Euro. Wir sind über jeden Cent froh, weil jeder Cent uns hilft, das Gelände sauber zu halten, die Wände sauber und schön zu halten. Das genau. Kostet auch. Die ganze, man sieht hier immer eine Menge Kram auch rumliegen, weil ich hier hingehen kann, schmeißt eine Scheiße vorbei. Ich habe es auch schon gesehen, da liegen dann irgendwie Flaschenmüll und Waschmaschinen habe ich auch schon mal gesehen vor einer Weile. Das müsst ihr ja alles wegräumen. Naja, wir müssen nicht, aber wir machen es meistens, weil wir uns ja wohlfühlen wollen hier. Ne? Ja. Es gibt ja keiner, der kommt und sagt, hier, das müsst ihr jetzt aber. So, also im Endeffekt würden wir nichts machen, wenn es wahrscheinlich hier alles irgendwie total verwildert, wie das Häuschen da hinten, wo mehr der ganze Sperrmüll jetzt anscheinend drin landet. Ja, genau. Aber wie auch immer, dafür sind halt die Gelder gedacht und vor allen Dingen auch, wir machen ja zumindest einmal im Jahr, meistens ist es Mitte Juli, unsere große zugeschmiert Graffiti Jam hier an der Hall. Und ja, da kommen dann 50, 60 Leute aus ganz Deutschland
und malen hier. Ne? Und da ist es uns natürlich auch ein Anliegen, dass wir mal sagen können, pass auf, hier, wir können ein bisschen Grillzeug holen oder wir können die Farbeimer kaufen, dass die Wände schon mal vorgestrichen sind, wenn die denn aus Berlin oder Hamburg hier ankommen, dass sie eben nicht noch die Wände streichen müssen. Ne? Und wir haben hier knapp 1000 Quadratmeter. Das ist eine ganz schöne Fläche. Ne? Und die wollen wir einfach weiter behalten, sauber halten und vor allen Dingen frei von Nazi-Symbolen halten. Das ist unser erstes Ziel. Ne? Also generell auch frei von Nazis, nicht nur Symbolen, sondern auch von Nazis. Ihr habt ein Insta-Profil, oder? Zugeschmiert. Genau, zugeschmiert. Instagram und Facebook, zugeschmiert. Verlinke ich alles. Facebook weiß ich nicht, da guckt da noch jemand drauf auf Facebook? Ja, erstaunlicherweise. Ja? Wir haben... Okay. Jetzt muss ich selber lachen. Wir haben aber bei Facebook recht viele Abonnenten da und okay. Das Ding ist, es gibt, das gibt es nämlich auch nur über Facebook, das kriegen wir über Instagram nicht hin, es sei denn mit ganz viel Arbeit. Wenn man über Facebook drin ist, kann man auch noch die Seite Style-Künste aufrufen. Und in dieser Seite sind quasi, haben wir Fotos, Albenordner von 94 an, 93 leider noch nicht, 94, 95 und so weiter, wo man halt sieht, wie es früher aussah, viele illegale Bombings natürlich in Wismar damals. Aber das sind halt so Sachen, die man sonst nirgendwo zu sehen bekommt und deswegen nutzen eben auch viele Facebook zugeschmiert, erstaunlicherweise. Alles davon werde ich mal in der Beschreibung verlinken, damit man sich das angucken kann, überall ein Abo dalassen kann, also hier auch natürlich, bei mir. Sowieso. Das hat ja natürlich auch so einen Hintergrund. Ich mache das Ganze auch, damit man den ganzen Kram von mir sieht. Also ich male ja nicht, ich bin ein Fuchs. Aber ich bin da immer dabei. Also ich finde, wie gesagt, ich finde es geil, wenn man malen kann. Ich kann es leider nicht. Obwohl ich habe früher, muss ich mal erzählen, ich habe früher mal, ein Kumpel hat auch gemalt, wir haben so eine Mauer gemalt, mit einem war immer so, immer eine Ecke war immer ohne Putz, war immer eine Mülltonne davor, mit der Fischgräte draußen. Ja. Das war immer so ein Standard, was wir gemalt haben. So von Fischbone, ja, genau. Inspiriert, genau, meinst du? Das ist so mein persönlicher Bezug zu dem ganzen Graffiti hier. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sich anders an der ganzen Sache zu beteiligen, wie mit Sponsoring oder Spenden von Dosen, Farbdosen, wie auch immer. Ich verlinke einfach mal alles, wo man sich melden kann und Anfragen zum Sponsoring gehen alle über Scrabby und Themel über beide und dann freuen die sich und dann freut Wismar sich vor allem auch. Und die Kultur und die Graffiti-Szene vor allem auch ganz toll, wegen der ganzen tollen Sachen hier. Soll ich nicht sterben, richtig? Richtig. Richtig. So, ich denke mal, das war's. Das war's. Wir haben uns ein bisschen gefreut, mal wieder zu sehen, obwohl wir uns eigentlich ziemlich oft im Netto sehen. Mm. Einkaufsparadies. Einkaufsparadies, genau. Ich gehe jetzt nach Hause, mir ist kalt. Ja. Dann schneide ich das Video und stelle es online für euch. Und dann hoffe ich auf viele Sach- und Fachspenden. Ja, oder einfach das Projekt teilen. Und das hilft uns ja auch schon. Teilen ist immer wichtig. Wir freuen uns wirklich über alles, was da kommt und sind sehr überrascht, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Ne? Also, jo, ich find's Dankeschön. Gut. In dem Sinne, tschüss. Bis dann. Thank you.